So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream von Twoof. Mein Name ist Daniel P. Und endlich ist der Patch rum. Der hat ja Ewigkeiten gedauert. Naja, zumindest war er wirklich schnell. Natürlich wieder 16 Uhr, wie letzte Woche. Das geht einem natürlich sowas von auf den Nudel, dass sie das immer genau um diese Zeit planen. Genau da, wo ich anfangen möchte. Aber für die ist das morgens. Deswegen, naja, was kann man dagegen machen? Einfach nix. Doch, wir können tanzen. Dieses Mal fangen wir nicht mit einer Challenge an. Was ja auch irgendwie komplett... Also ich komme dann gar nicht mehr klar. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt. Keine Challenge heißt ja auch, ich weiß gar nichts. So, Sibu Twitch ist da. Hey! Selber hey. Ich hatte vorhin noch ein Giveaway angekündigt in dem Stream. Aber die Server waren sofort wieder da. Also konnten wir das nicht machen. I'm so sorry. Wir können dafür jetzt nur andere Dinge tun. Beispielsweise über fantastischen Spiele reden. Die Clubkiste mal abchecken. Ob da jemand was Cooles reingelegt hat. So ein legendären Drache oder so. Ich weiß ja nicht. Manchmal ist das so. So. Bis wir alle jetzt bereit sind, jetzt müssen die Leute sowieso erstmal reinkommen, werde ich mal eine Runde kurz hier in U6 rumrennen mit dem Dubomancer. Das erste von den drei neuen Kostümen. Den anderen beiden werden wir uns demnächst auch widmen. Jetzt aber erst einmal nur den Dubomancer. Komm, den kriegen wir noch. Puh, das ist knapp. Brauche ich noch Erfahrungspunkte? Ich brauche noch Erfahrungspunkte. Auf jeden Fall fangen wir jetzt gleich mit den Santasinnen spielen die ersten Runden an. Das heißt, ihr könnt online kommen. Hui, ist das laut. Für mich zumindest. Ich bin nicht sicher, ob das für euch auch so laut ist. Bin ich mal nicht sicher. Egal. Die haben beides gemacht. Das ist ja nicht geil. Das ist nicht geil. Mein PC leckt zu sehr, wenn ich spiele und den Stream schaue. Ja, das ist leider ein bisschen problematisch. Manchmal. Oder sagen wir mal immer, ist das nervig. Während den Santasinnen spielen, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr natürlich ausnahmsweise den Stream einfach mal außen vorlassen und online kommen. Aber ihr könnt auch die Santasinnen spiele noch in den nächsten Tagen weitermachen. Das heißt, ich sag zwar jetzt fantastische Spiele, aber im Prinzip ist jetzt erst das Flugrennen aktiv. Gleich sieht man mal, wie es funktioniert, hoffe ich. Oh, das sind ganz viele. Ich will die Punkte, ich will die Punkte, ich will die Punkte. Ich krieg die Punkte. Ha. Super. Hauen die jetzt ab? Wie kann man denn weiterlaufen? Das sind hier... Hallo, hallo. Hallo. Free XP. Kommst du jetzt runter? Komm. Also ehrlich. Da haut der echt ab und denkt sich, ach, scheiße, so Free XP. Brauchen wir nicht. Wozu Free XP, wenn man auch XP erfarmen kann? Genau. Komm, wir machen mal jetzt. Ich muss meine Badge voll bekommen. Meine Badge mit Blöcke kaputt machen. Boah, hier, guck mal, es leckt hier drin ganz schön. Keiner weiß warum vor allem. Hellraiser ist auch da. Hallo! Die meisten denken sich, ah, 12 Patch, ich gehe wieder offline, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wo ist der denn? Da ist der. Immer nicht kaputt. Stirb, du. Lappen, du. Komm, wir machen eine Beatbox hier hin. Bam, bam. Was ist das für eine Beatbox? Ist ja nur eine Box. So, hier ist das Crescent Moon Dungeon. Ach, es gibt immer Glim, 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 Glim und Koroki. Mach dir mal Kuptulu, 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 Kuptulu. Kuptulu muss zwischendurch Glim essen. Das geht nicht anders. Nein, nein, da ist das Ding. Ich hasse ja, wenn die sich immer links, rechts bewegen, ne? Fernkämpfer. Bam! Und da war das Tome. Das wollte ich vollkriegen. Jetzt kommt noch das Augentome. Werden wir jetzt wahrscheinlich nicht schaffen. Noch sind ziemlich wenig online. Ich werde mal Accept All Friends machen. Ach, sind nur zwei gewesen. Und runterfallen? Geht nicht. Noch einmal. Okay, hat geklappt. So,
Bam, bam. Huh. Wieder eins fertig. Dann noch das 3-Sterne-Dungeon und dann bin ich schon bereit für Bomben werfen. Guck mal, die zweite Bombe hat einfach nicht gezählt. Die ist nicht mehr explodiert. Manchmal ist es seltsam. Wir gucken mal hier rein. Ich glaube, hier ist nichts. Okay, weiter geht's. Endgegner suchen, Endgegner suchen. Da ist einer. So ein fetter. Ein fetter Wurm einfach nur. Aber haut doch nicht ab mit dem fetten Wurm. Man kriegt doch nur hier die Erfahrungspunkte. Wazer ist auch da. Hetz schreibt da. Meint wahrscheinlich, hey, er mit seiner spanisch-römischen Tastatur. Geh kaputt jetzt. Kein Bock, noch einen Tank zu benutzen. Hoffentlich bleibt der Server stabil und kackt nicht gleich ab. Ne, wegen. Weil die irgendwie einen scheiß Patch gemacht haben oder so. Okay, jetzt müssen wir nur den 3-Sterne-Endgegner finden. Hier ist er nicht. Gut zu wissen. Dann gucken wir mal in dieser Ecke. Da ist er auch nicht. Der kann nur da hinten sein. Ihr will mich jetzt einladen. Ich kann jetzt nicht einladen. Ich kann so nicht spielen. Macht den jemand kaputt? Na egal. Kann ich nicht. Geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Eingeladen zu werden, während ich hier rumhüpfe. Bam, bam, bam. Ach, geht kaputt. Ich habe nach dem Patch irgendwie fast dauerhaft Standbild. Dadurch sterbe ich ziemlich oft und es nervt. Klingt nicht geil auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt erstmal zur Welt zurück. Vielleicht haben sie ja mit dem Patch auch die Performance kaputt gemacht. Das könnte ich denen zutrauen. Die arbeiten an dem... was haben sie nochmal gemacht? Eben kurz hier reinziehen. Bin gerade voll am Nachdenken. Merkt man, ne? Die arbeiten an den automatischen Spamfilter und zack, geht das Spiel kacke. Also ist das Spiel kacke und funktioniert nicht mehr. Ganz viele Leute und piu, ein Ball. Ey, der Ball kam. Boah, als Fernkämpfer einen Ball zu treffen, ne, ist ja fast unmöglich. Da ist noch ein Ball. Ne, das ist ein normales Huhn. Ich hab's kaputt gemacht. Ich muss mein Proclaimer Phone mal unten reinsetzen. Das müssen wir gleich mal raushauen. Weil es ist ja jetzt schon der Anfang, ne? Und es dauert ja noch ein bisschen. Bis wir jetzt hier richtig loslegen. Keiner weiß ja, oder alle dachten 16 Uhr. Keiner kommt. Wegen dem scheiß Patch. So, aber hoffentlich haben ein paar Bock mitzumachen. Wollen wir mal die fantastischen Spiele nochmal drüber reden? Und zwar gibt es 7 Spiele. Zumindest ist es erst so geplant. Ob das so bleibt, dadurch, dass sich manchmal die Streams ja verschieben, weiß ich noch nicht. Wir werden ja ein Spiel nach dem anderen einführen. Prag-Let's Play ist da. Jawohl! Jetzt haben wir ja das erste Spiel. Das beginnen wir heute. Das bedeutet aber nicht, dass ihr unbedingt heute jetzt schon dabei sein müsst. Das wird folgendermaßen ablaufen. Jetzt gleich gucken wir mal, dass wir so 4 Player immer finden, als Gruppe. Die kämpfen immer gegeneinander. Die ersten 2 kommen weiter in die nächste Runde. Und wir versuchen immer erst sozusagen Runde 0, ne, also wenn keiner bisher immer gewonnen hat, alle abzuschließen. Dann können wir, sobald wir 4 Leute für Runde 1 haben, oder Runde 2 besser gesagt dann, für die, die schon einmal gewonnen haben, die werden dann zusammengewürfelt, 4 Stück. Und die können dann schon in Runde 3 kommen, die 2 besten davon. Jeder kann also einmal nur verlieren. Egal wie häufig er spielt, egal wie oft er gewinnt, sobald jemand einmal verliert, hat er seine Endpunktzahl erreicht. Mehr kann er nicht erreichen. Und ganz zum Schluss, also am 30.
wo wir ja dann die ganzen Punkte zusammenzählen, wird gerechnet, wer zu dem Zeitpunkt die meisten Punkte gemacht hat. Wenn jemand halt gewinnt, kriegt er einen Punkt mehr. Wenn er verliert, dann ist seine Punktzahl einfach fest. Beispielsweise, wenn man jetzt ganz am Anfang verliert, hat man einfach noch gar keine, noch nicht mal eine Runde geschafft. Kann trotzdem Platz 10 oder so sein, je nachdem, wie viele mitmachen. Dann möchte jemand in den Club eingeladen werden. Das funktioniert übrigens auch relativ einfach. In-game einfach meinen Namen eingeben. Der steht ja unten links ganz fett im Stream. Per Whisper. Vielleicht als Freund vorher hinzufügen, dann könnt ihr sogar noch einfacher whispern. Und dann passt das. Also im Prinzip wird es so sein, 4 Player kämpfen gegeneinander, immer 4 Stück. 2 davon kommen weiter. Und 2 enden sozusagen mit ihrer Punktzahl da. Es ist aber nicht schlimm, wenn man jetzt relativ, also bei dem ersten Spiel relativ früh verliert, denn es gibt ja mehrere Spiele und es werden nicht alle Spiele gewertet. Ganz zum Schluss werden nur, sagen wir mal, es wären 7 Stück. Ne, das ist halt das Problem. Vielleicht haben wir nicht genug Zeit für 7 Spiele, dass wir alle 7 Spiele in den ersten Monat, sage ich mal, jetzt hier rausbringen. Dann werden zum Beispiel nur 5 Stück gewertet und die 5 besten Punktzahlen werden dann nur genutzt. Habt ihr also bei den Eiersuchspiel, was ja übrigens schon voll aktiv läuft, manchmal laufen hier sogar noch welche rum. Gerade nicht, gerade wollen sie alle mit mir dancen. Dann dancen wir eine Runde, warte. Guck mal, da habe ich hingeguckt. Guckt euch mal an, wo der das hingeworfen hat. Da, guck mal. Wie das Ding aussieht. Egal. So. Ein paar Tables hinsetzen. Und los geht's. Bam! Nice einfach nur. Hey San, wie hoch ist bitte mein Luck? Sag es mir. Ich habe gerade 100 Shadow Chests geöffnet und keine Wings bekommen. Shadow Chests? Meinst du die... Also entweder Chaos-Kisten oder die Shadow Caches. Bei den Shadow Caches sind die Wings ziemlich selten. Und bei den Chaos-Kisten sind die Wings ziemlich häufig. Eigentlich zumindest. Würde ich mal behaupten. So, wollen wir mal Proclaim a Phone machen? Ich denke mal, die Leute haben gemerkt, dass der Stream, also dass es wieder da ist. Deutsch, German, Fun mit Sun. Auf Twitch TV Sun Let's Plays Chaoskiste. Naja, bei den Chaoskisten ist das schon ein bisschen. Also, bei 100 Shadow Chests zumindest ein Rare hast du ja gekriegt. Und zwar den Karma Rare. Mindestens den einen. So, Fun mit Sun auf Twitch TV Sun Let's Plays. Dub-O-Mancing und mehr. Letztens so ein bisschen so ein Clickbait, weißt du, da kommen ein paar, die sich denken, hä, was meint der damit? Einfach nur, damit einfach mal die Zahl einfach mal ansteigt. Wir wollen das ja haben, das ist ja voll unser Style. Fantastische Spiele, Dopomancing und mehr. Und eben gucken, Sun Let's Plays, auch der muss richtig sein. Und zack, steht auf der ganzen Welt mein komisches Proclaim a Phone Text Dingen, blablabla, ihr wisst schon. So, wir dancen noch eine Runde. Dahin geworfen und da noch eins sehen und ein paar von denen noch werfen. Es sieht einfach cooler aus, wenn hier irgendwas ist. Die Dancefläche. Jetzt müsste ich so einen Effekt einbauen, so bär, 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 und dann noch verschiedene Farben. Das wäre richtig geil. Wow. Yeah. Na gut, also in-game werde ich gleich noch ein bisschen was schreiben müssen, damit auch in-game die Leute das verstehen. Das ist doof, wenn ich das halt im Stream sage. Zeitverzögerung, manche gucken nicht zu, manche können nicht zugucken gleichzeitig und spielen. Einige wollen halt gerne gewinnen. Gaming Ananas. Es geht doch nichts über eine Gaming Ananas. Ich muss übrigens meinen Bot starten. Ich glaube, ich habe den noch nicht gestartet. Das ist einfach so traurig manchmal, dass ich das vergesse. Aber dann, der Bot macht ja automatische Nachrichten, die macht er natürlich nicht, wenn ich nicht vorher schon angefangen habe. Warum eigentlich Underscore? Übrigens möchte ich euch noch erwähnen, dass ab diesem Stream sich etwas Kleines geändert hat für die Verlosungen, die wir alle haben. Service7U, Ahoi, THDDD, Hey, Prospects, Hallo, du auch, Hallo. Und es hat gerade geklingelt, warte, da müsste ich mir erstmal mein Fenster hier gerade öffnen.
Lamsohot und Lasos. Danke fürs Followen. Das macht immer wieder Spaß, so ein Klingling zu hören. So, wir fangen erstmal an damit, dass wir was total Tolles machen. Noch ein Pokémon-Phone raushauen. Nein, das nicht, sondern Albern, Voice of the Dawn. Endlich werde ich ihn lernen. Ich habe ihn nämlich ziemlich lange jetzt zurückgehalten schon. Es wird Zeit, dass ich ihn einmal benutze und wir die Musik hören, die dabei rauskommt. Und das Gute ist, es ist ziemlich ruhig. Ich muss einmal in die Welt und mache mal kurz die Musik ein bisschen lauter. Man muss einmal den Unterschied hören. Das ist total andere Genre, was einfach, muss ich sagen, gar nicht zu 12 eigentlich passen würde. Aber ich mag es trotzdem. Blue Poke ist auch da. Hey, warum eigentlich schreibt schon wieder Sun? Hat das nicht schon mal geschrieben? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das war gerade, genau. Ich bin nur versprungen in der Zeile. So. Morris War ist auch da, moin. Katoteki möchte ein Freund sein, natürlich. Schranz ist auch da, yeah. Lass mich mal hier ein Stück nach oben erstmal. Jetzt fliegen wir einfach übers Meer. Da merkt man übrigens, wenn man schießt, machen wir mal lauter ein bisschen, dann ändert sich der Song einfach, nur der wird voll aggressiv. Huhu, und wow, wo ist denn Albern plötzlich her? Aus einer Kiste oder gekauft? Also, wenn ich es aus einer Kiste bekommen hätte, hätte man unten im Chat übergelesen, SunLP got amazing wear. Keine Ahnung, Albern aus den Tor of Wonders. Da ich keine öffne, nö. Natürlich habe ich die Dinger, also das Ding gekauft. Aber es ist noch nicht das Letzte, was ich machen wollte. Gleichzeitig möchte ich noch den Fortress lernen. Weil es geht ja nichts über beide auf einmal. Man muss ja sich beide gönnen. Und jetzt haben wir noch einen Fortress. Dann können wir auch mal gucken, wie der Fortress abgeht. Immerhin kann der nur nach unten schießen. Was ja auch mal was Neues ist. Gefühlt schießt der irgendwie schneller, kann das sein? Ich meine, der Doppelschuss ist egal. Aber irgendwie fühlt sich das an, als würde der voll schnell schießen. So, Very Bad Angel. Huhu, Sun. Hey. Ein Very Bad Angel ist in meinem Channel. Geil. Und hab einen coolen neuen Namen in-game bekommen. Blue Poke. Heißt jetzt Blue in-game. Das ist natürlich cool. Wie hieß du denn vorher? Das weiß ich nämlich nicht. Also weiß ich nicht mehr. Es gibt so viele neue Namen. Manche heißen einfach komplett anders. Und ich denke mir die ganze Zeit, wer ist das? Aber der redet so, als hätte er mich schon mal gekannt. Delfinfreund 12. Danke fürs Followen. Richie1298. Auch danke fürs Followen. Und natürlich die Gaming Ananas. Da habe ich natürlich, der Name ist natürlich richtig cool. Aber immer ehrlich, jetzt schießt er schneller als die normalen Drachen. Jetzt weiß ich zumindest, wie ich die Badge voll bekomme. Einfach mit Fortress hier gegenfliegen und schießen. So, musste man sich mal echt gönnen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich wollte ja nur einmal zeigen, wie die geilen sind. In einer Folge wird das dann nochmal auf YouTube richtig schön ausgenutzt. Wir werden die beiden Drachen nochmal auseinandernehmen. Was ist das? Ich kann es nicht abschießen. Ist das ein Ball? Ein Dancepad. Ja, das kenne ich. Nee, das wollte ich nicht. Das ist ein Ball, oder? Ich kenne ihn gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ist nicht schlimm. So. Ja, schießt ein bisschen schneller. Ja, also wirklich schon ziemlich schnell. Wenn ich muss ehrlich sagen, ich habe letztes Mal, also jetzt vor kurzem erst wieder angefangen, Drachen zu benutzen. Um halt diese komische Scheiß. Bäh. Ne, Block Destroyed Batch weiterzumachen. Man sieht 1,1 Millionen noch. Und mit den Drachen schießt sich das echt langsam. Es dauert echt ewig. Xmaster03, danke fürs Followen. Und der hier, der kann ja richtig schön scheißen. Also der kann das richtig gut. So ein kleines Nougat-Kügelchen abwerfen. Das ist der Dwarfball, den habe ich da hingeworfen. Ach, jetzt hat den jemand bewegen können. Als Fankämpfer ist das eh nicht so leicht. So, jetzt sind noch ein paar da. Wir wollen jetzt anfangen mit den fantastischen Spielen. Für die, die es gar nicht kennen, die haben natürlich Pech. Die haben natürlich keine Ahnung. Trotzdem habt ihr die Chance mitzumachen. Warte, ich muss kurz lesen. Du bist der beste SunLP. Danke. Einige können keinen Twitch haben. Das ist natürlich echt nicht cool. Das tut mir echt leid für die, die nicht auf Twitch dabei sein können. Aber die können natürlich jetzt in-game bei den fantastischen Spielen mitmachen, die jetzt diesen Monat begonnen haben.
Das erste Spiel, was seit ungefähr einer Woche, glaube ich, aktiv ist, wenn überhaupt eine Woche, ich weiß es nicht genau, ist die Eiersuche. Die Eiersuche ist ja ein relativ einfaches Spiel. Man muss Eier suchen. Es ist ja jetzt bis zum Ende des Monats, ist ja Ostern, deswegen Eiersuche. Es gibt 14 Stück, verschiedene. Die kann man normalerweise hier bauen. Aber es gibt von jedem mehrere Eier. Und zwar insgesamt gibt es 85 Stück in der ganzen Clubwelt. Falls ihr in den Club eingeladen werden wollt, also komplett als Mitglied, einfach mich in-game anschreiben. Oder wir gucken mal, es sind ja noch ein paar andere da. Ihr könnt natürlich auch einfach XE, Razer EX oder Kerrigan anschreiben. Die werden euch auch einladen. Geht meistens leichter, als wenn ich das im Stream jetzt mache. Genau. Und Eier suchen ist deswegen gut, weil der Erste, der alle Eier gefunden hat, bekommt ein... Mal gucken, haben wir Glück? Ah ne, ich sehe die glaube ich nie, ne, weil ich die besitze. Schade eigentlich. Ein To The Nines Kostümpack. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr da in das Kostümpack finden. Und seht dann, da sind 9 Kostüme drin. Das ist ein 9er Kostümpaket mit dem Candy Barbar. Das sind 2 Candy Barbarians und noch anderen Kostümen. Wer also Bock hat, das zu gewinnen, einfach mal durch die Welt laufen und Eier suchen. Ich kann euch ja einmal kurz eins zeigen, weil das ziemlich offensichtlich ist und alle wissen mittlerweile, wo es ist, weil es auch ziemlich häufig im Chat war, wie das so aussieht. Ihr müsst zum Beispiel Bauwerke abgucken und dann, oh, guck mal, ein Ei. Ihr müsst euch draufstellen. Ganz oben, ne, ich zeige euch das mal mit der Maus, geht das? Ja, klar. Ganz oben gibt es eine Koordinate unter www.sunlp.de/eiersuche. Einfach eingeben im Browser, könnt ihr die Koordinaten eingeben, inklusive müsst ihr dann das Ei raussuchen. Das ist das Fee-Ei. Dann habt ihr schon mal das erste Ei. Na, dann habt ihr schon mal ein Ei von 85. Viele sind relativ leicht und sind schnell zu holen. Wenn ihr die Koordinaten nicht habt, müsst ihr mal unter Settings, Miscellaneous und unter Show Player Location einfach anmachen. Dann habt ihr auch die Koordinaten oben. Und zack, seid ihr schon ein Ei reicher. In der ganzen Clubwelt sind ziemlich viele Eier versteckt. Einige sind ein bisschen böse, es tut mir leid. Aber ich wollte nicht zu leicht machen, dann wäre nämlich das Spiel schon lange vorbei. Aber selbst wenn ihr jetzt erst anfangt, auch wenn einige schon fast ziemlich weit sind, also es gibt welche, die sind schon fast fertig, die haben trotzdem noch, also ihr habt trotzdem noch eine Chance zu gewinnen, denn es fehlen immer noch 3 Eier, die noch gar nicht gefunden wurden. Also wenn ihr richtig gut im Suchen seid, macht mit, holt euch das. Das Kostümpaket gilt dem Ersten. Ne, dem Erstplatzierten, der als allererstes 85 Eier gefunden hat. Das ist aber trotzdem auch das erste Spiel der Fantastischen Spiele. Eben kurz schreiben. So, das ist auch das erste Spiel der Fantastischen Spiele. Es zählt also nicht nur, wer gewonnen hat. Welche Seite? Ich werde die einfach mal da reinschreiben. www.sunlp.de/eiersuche. Damit das klar ist, damit jeder das anklicken kann, dann muss man es nicht abtippen von dem, was ich gesagt habe. Was macht man mit einem Twinkling Tome? Damit kann man... Divore ist da, ja! Mit dem Twinkling Tome kann man die Level-Anforderung eines Items um 1 reduzieren. Im besten Fall auf Level 1, dann kann man sofort mit einem neuen Charakter alle Radiant-Teile anziehen. So, das ist auch das erste Spiel der Fantastischen Spiele. Es zählt zum Schluss, wer die meisten hat, der kriegt auch Punkte für die Fantastischen Spiele. Da es ja insgesamt, sagen wir mal, 7 Spiele gibt, werden die Punkte halt später gezählt. Das ist egal, ob ihr die Eier ganz am Ende findet oder ganz, also ob ihr euch jetzt anstrengt und alle 85 sucht oder später. Die 85 Eier das erste Mal ist nur für den ersten. Ne, das ist sozusagen so ein Zusatzgewinnspiel, damit ein bisschen Spannung aufgebaut wird. Sun, kannst du dein Internet verbessern? Ich kann mein Internet gar nicht verbessern. Wie soll ich denn mein Internet verbessern? Mein Internet ist gut. Mein Internet ist der Hammer. Naja, mehr oder weniger. Ist okay, sag ich mal. Würde ich gerne wissen, was du damit meinst. So, das waren die Fantastischen Spiele. Quatsch, das war die Eiersuche. Ist also ein Zusatzspiel, was ihr das den ganzen Monat machen könnt. Nebenbei, wenn ihr mal so ein paar Minuten Zeit habt oder gerade Bock habt. Oder auf die nächste Challenge wartet, kann man ja mal rumfliegen, ein Bauwerk nach dem anderen angucken, Eier suchen, eintragen
Und da stand gerade was von wegen, ist ja ziemlich aufwendig. Das ja, es ist wirklich viel zu aufwendig. Dafür gibt es aber auch immerhin im Wert von mehr als 500.000 Flux ein Code. Wie kriege ich die Koordinaten? Wie gesagt, unter Settings, letzte Option, Show Player Location. Ein Häkchen hinmachen, dann habt ihr oben die Koordinaten. Aufs Ei stellen oder relativ nah dran, dann zählt das. Es ist aber auch immerhin eine gute Belohnung, ne, für den Ersten, der alles kriegt. Die Santas in Spiel an sich haben noch viel höhere Belohnungen, wenn ihr halt relativ gut seid. Wenn ihr alle Spiele mitmacht und wenn ihr viele Punkte generiert. Ein Spiel, was wir heute machen wollen, ist... Naja, wenn ihr wenn ihr folgen wollt, einfach durchs gelbe Portal, dann seid ihr oben. Ist der Flugparcours. Der Flugparcours ist das erste Spiel, das erste offizielle Spiel, wo ihr gegeneinander antreten müsst. Eiersuche ist ja sozusagen nebenher, ne? Hier ist wirklich gegeneinander, denn hier zählt nicht, wer am schnellsten, am langsamsten ist, sondern nur, wer in dem aktuellen Rennen sozusagen gewonnen hat. Das kann sein, dass also, wenn man einmal ein bisschen Pech hat oder einmal sich verdrückt, obwohl man sonst ziemlich gut ist, Pech hat. Kömmingen sitzt an der Anmeldung. Wenn ihr euch anmelden wollt, müsst ihr euch einmal bei ihr melden. Die wird euch eintragen in unsere Liste, denn ihr müsst leider in der Liste drin sein, sonst können wir euch die Punkte nicht gut schreiben, falls ihr gewinnt oder eben nicht. Wer haut denn da? Wer macht denn da den Tisch kaputt? Nee, das geht nicht. Ich weiß, Bürokräfte sind ja ziemlich langsam, aber deswegen muss man ja nicht gleich ausrasten und die kaputt hauen. Die Tische meine ich jetzt. Na gut, also meldet euch an. Wir brauchen immer 4 Stück gleichzeitig. Und wenn 4 da sind, werden wir die erste Runde schon beginnen. Ich werde in der Zeit einmal zeigen, wie es ungefähr aussieht, was ihr haben müsst. Ihr müsst einen Charakter haben und ihr müsst die ersten Wings haben. Mehr nicht. Wirklich die ersten. Die ganz Baby-Wings. Dann geht ihr einfach hier hin. Springt. Sobald es losgeht, ne, dann gibt es ein Go. Und dann fliegt ihr durch. Ihr müsst den Parcours einfach nur abfliegen. Ihr hattet lange genug Zeit. Ich habe das Video dazu schon ziemlich früh hochgeladen. Und ihr konntet üben ohne Ende. Ihr könnt auch jetzt noch üben. Allerdings wäre es gut, wenn ihr vielleicht gleich einfach mitmacht, wenn ihr Bock habt. Ich weiß gar nicht, wo lang. Da lang. Ja, gut. Das sieht sah jetzt verwirrend aus. Hier habt ihr übrigens einen Checkpoint. Falls ihr mal hier so irgendwie, ne, runterfallen solltet, könnt ihr zu dem Checkpoint von hier aus wieder hin und könnt einfach weiterfliegen. Also so wie jetzt, ne, weil ich ziemlich tief war. Dann könnt ihr hin. Okay, nicht mit dem Drache. Bitte versucht das ohne Drache zu machen. Checkpoints sind extra dafür da, damit ihr, falls ihr runterfallen solltet, wuhu, doch noch eine Chance habt. Es zählt dann folgendes: 4 Spieler, die ersten beiden, die bis zum Ende kommen, ohne zu cheaten. Cheaten heißt, keiner darf springen, keiner darf andere Wings benutzen, außer die ersten Wings. Dann halt die ersten beiden. Wow, da war ich ziemlich hoch. Aber dann, wenn man oben drauf fällt, muss man runter, hinter dem Ring und weiterfliegen. Ne? So, die ersten beiden kommen einfach weiter. Die werden in unsere Liste mit plus 1 versehen. Und kämpfen später genauso wie am Anfang nur gegen Leute, die auch eine plus 1 haben. Wuhu! So, dann hier Vams. Oh, das war knapp. Manchmal wird man hier runtergebackt. Das fand ich ein bisschen schade. Okay. So, und dann seid ihr gleich schon durch. Also, man sieht, es ist eine ganz kleine, knackige Strecke. Und dann müsst ihr nur noch da landen. Das heißt einfach nur hier drauf. Fertig. In dem Schokostrom. So. Fortress, muss ich sagen, ist schon der geilere der beiden Drachen von der Form her. Ich mag dieses Goldene irgendwie nicht so. Und deswegen mag ich Gunda auch nicht so. Der sieht auch so ein bisschen bäh. Ich freue mich schon auf Shadow Gunda, wenn der dann mal einen coolen Style hat, also schön aussieht. So, erstmal einen Schluck getrunken.
Ist das ein Bug, dass sich bei dem Leaderboard, bei den Stats ST steht, ein Score von... Ja, genau. Das ist ein Bug. Habe ich nämlich auch, wenn der mal geht. Es geht sogar. Wenn ihr die Hard Challenges gemacht habt, zum Beispiel hier, dann steht ihr irgendwo hier. Und zum Beispiel hier steht dann einfach so eine seltsame Zahl von 340.382, also 340.382.346, also ihr wisst schon. Und da ist noch ein Komma hinter, ich kann mir vorstellen, das ist irgendwie eine ID-Nummer von dem aktuellen Run oder so. Keine Ahnung genau, aber die haben alle das. Oder es ist einfach nur... Ach, die haben einfach Pech gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, müsst ihr den normal machen, damit ihr hier irgendwelche Sekunden bekommt. Na gut. Dann schauen wir mal, ob die ersten vier Player da sind. So, hier einfach mal. Und ich finde, das ist ein guter Start, wenn man das macht und dann gehen die kaputt und dann können alle loslegen gleichzeitig. Das finde ich ganz cool. Wazer wird die vier Spieler markieren. Kerrigan wird die eintragen. Ich werde mal ganz kurz das Overlay switchen. Mal gucken, ob wir schon vier Spieler haben. Oben seht ihr jetzt mittlerweile in dem Stream, wenn die vier eingetragen wurden, dann werden die da eingeblendet, wer gegeneinander kämpft. So, ich möchte nicht zum Skyrim, auf gar keinen Fall. So. Jetzt muss nur geguckt werden, das sind die vier, die gegeneinander antreten, wobei da noch mehr drin stehen. Ich hoffe, dass Curry schafft, das einzutragen. Da steht sie mit einer Tank Turtle. So ist das auch in echt. Die sitzt auch im Büro immer mit einer Tank Turtle. Das macht man ja so heutzutage. Der Sunbot hat zwei Kinder, lol. Nicht SunLP? Ne, ne, ich habe keine Kinder. Aber... Ah, jetzt weiß ich was. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist natürlich ziemlich blöd. Wir unterbrechen wegen technischer Schwierigkeiten. Wir sehen uns dann in 10, 20, 30, 40, 50. Ne, ehrlich jetzt. Ich muss ganz kurz. Unbedingt. Das ist natürlich nicht schön. Weil das wird nicht angezeigt. Das ist nicht gut. Wir wollen natürlich, dass das oben angezeigt wird. Das können wir noch eben schnell regeln. Hoffen wir mal einfach mal. Wäre natürlich nicht schlecht. In der Zwischenzeit müsste ich Werbung einblenden. Ich muss mal kurz schreiben. Wegen technischen Schwierigkeiten müssen wir eine Werbepause einlegen. Ohne Werbung. So, wichtig ist auf jeden Fall, dass die alle die richtigen Flügel haben. Hey, ihr SunLP-Fans. Und auch dieses Mal, hey SunLP. Genau. Architekt, hi, das ist gut, dass du da bist. Finde ich immer gut. Ersten Wings auf jeden Fall ausrüsten. Wer die nicht hat, das wäre fies. Das würde man ja sofort sehen, wenn jemand ultra schnell fliegen würde.
Also es ist die erste Werbepause, die ihr in euer Leben kriegt, in der keine Werbung gespielt wird. Also es kommt zwischendurch ja Werbung, ne, von einfach so, weil sie es können, aber jetzt natürlich nicht von mir. So, ich muss kurz gucken, dass es funktioniert und danach, kennt ihr ja, ist ja immer so typisch, alles erst überprüfen. Immer diese technischen Probleme, die man dann dabei hat. Genau. So. Und zack sind sie drin. Da sind die vier, die gegeneinander antreten. Alex Megas, Anticrafter 1375, CookieCraft 2K. Und warum eigentlich? So, alles bereit. Sun macht jetzt Werbung ohne Werbung. So. Und es geht los. Alle können losfliegen. Ich bin gespannt. Das sind natürlich ein bisschen mehr jetzt. Das ist natürlich nicht cool. Und ich glaube, das sind die vier. Die fliegen umeinander. Wir hoffen einfach mal, dass es klappt. Boah, ist der groß. Ich muss echt gleich einen anderen nehmen. Einen anderen Drache. Der hat viel zu große Flügel. Aber es ist die erste Runde. Was hältst du von den neuen Paragon Wings? Die kann ich ja gleich nehmen. Die sind nicht ganz so groß. Alle sind sie nach oben gekommen. Da geht's jetzt drauf. Schnell die... Den, achso, ich weiß was. Ich kann einfach die Flügel nehmen. Dann bin ich zwar etwas langsamer, aber es geht natürlich. So. Ist das der erste oder ist das ein anderer? Das ist warum eigentlich? Warum eigentlich relativ weit vorne? Ich habe keine Sprünge mehr. Ich muss da auch hoch. Los, geht schnell rein. Wir müssen den ersten verfolgen. Eben die Wings switchen auf welche, die schneller sind. So. Warum eigentlich ganz an der Spitze? Yeah. Werde ich jetzt ganz runter geportet? Natürlich. Das ist übrigens das, was bei euch nicht passieren sollte, hoffe ich. Das ist nämlich richtig nervig. Da, warum eigentlich an der Front? Einmal hier draufbleiben. Da geht's nach links. Oh, einmal runtergefallen. Er darf aber wieder draufgehen. Genau, er darf weitermachen, ist der Checkpoint. Das ist Nummer 1. Ich bin gespannt, ob er das schafft. Es sind die letzten paar Meter. Es sieht super aus. Jetzt geht's nach links. Er geht auf die Zielgeraden zu, er muss nur noch landen. Und er ist gelandet. Das heißt, wir haben unseren ersten Gewinn. Jetzt müssen wir nur die anderen noch suchen. Es kann ja sein, dass welche runtergebackt wurden. Da kommt, glaube ich, Nummer 2. Kann das sein? Anticrafter 1375. Dann um die Ecke. Ich habe schon wieder den an. Und er landet. Bam, damit haben wir unsere ersten zwei Gewinner. Und zwar werden die auch hoffentlich im Stream angezeigt. Warum eigentlich? Und Anticrafter haben gewonnen. Ich lege wieder Boxen hin, einfach weil es cool aussieht. Wenn ich nichts falsch geguckt habe, müsste das so stimmen. So. Einige wurden zurückgebackt, das ist natürlich echt doof, aber da kann man leider nichts gegen machen. Ich wurde sogar runtergeportet. Einer wurde zurückgebackt, ja, das ist echt, das ist leider kacke, ich hasse sowas.
bin gespannt, was unsere Jury sagt. Ich war ja nur bei den ersten dabei. Ah, anscheinend wurde Alex Megas und warum eigentlich Erster? Ich habe natürlich den da nicht gesehen, das ist natürlich schade, dass ich den Dritten dann verfolgt habe. Aber auf jeden Fall hat dann anscheinend warum eigentlich und Alex Megas gewonnen. Dafür ist ja die Jury da, ich bin nur die Kamera. Ich kann leider nicht jeden verfolgen, vor allem muss ich unbedingt den fetten Drachen abrüsten hier. Andauernd will er immer mit dem fliegen. Der ist besser mit so kleinen Wings. Genau. Ist viel, viel besser. Und ich werde mich dann... Ich werde nicht unbedingt mitfliegen. Ich werde doch irgendwo am Rand stehen bleiben. Wir haben jetzt einmal getestet. Weil hier kann man besser gucken. Mitfliegen ist ein bisschen schwer. Dann kann ich nämlich von hier aus... Da hinten auf die Plattform und so weiter. So, es geht weiter. So, wann muss ich das nächste Mal antreten? Das nächste Mal musst du antreten, sobald es wieder zwei Gewinner gibt. Dann kann man theoretisch sofort die zweite Runde mal machen mit denen, die dann noch da sind. Ne, wir wollen ja die Leute so hoch wie möglich bringen. Also jetzt noch eine Runde mit Neulingen, das heißt Leute, die noch gar nicht gewonnen haben. Danach eine Runde mit den jeweiligen Gewinnern. Dauert natürlich immer etwas. Wir können Werbung machen. Holt euch die Gardine. Was ist das? Warum habe ich denn so ein komisches Ding hier an? Habt ihr zwischendurch Hunger unterwegs? Habt da Bock auf... Warte. Ich wollte nicht das Ding wechseln, sondern... Na so. Zwischendurch Hunger? Zwischendurch Bock, was zu essen? Dann holt euch... Dancing Hotdog. Richtig frisch und lecker. Aber nur ein Spritzer Senf. Falls er auf trockenen Hotdogs steht, läuft das. So. Bitte nicht im Skyrim einladen. Nee, das geht nicht. Da komme ich nicht drauf klar. Eine Challenge und ich bin nicht dabei. So. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Ich bin gespannt, wer die nächsten sind. Die erste Runde ist schon vorbei. Übrigens nur, damit ihr es wisst, falls ihr gerade einfach im Stream dabei seid und denkt euch, ah, ich würde auch gerne mitmachen, aber gleichzeitig geht nicht. Ihr könnt auch gleich direkt nach dem Stream oder halt morgen oder darauf und darauf den Tag, wenn wir da mit drei Offizieren da sind, also Kerrigan muss dabei sein, ich, Razor und halt vielleicht Voyage. Wenn wir mit zwei, drei Stück da sind, können wir das auch machen ohne Stream. Wir müssen das nicht im Stream immer machen. Aber die ersten Mal, dann machen wir immer im Stream. Wir können ja mal rübergehen zu der Jury. Die steht hier rum. Und macht nichts. Nicht mal gedanced wird hier richtig. Ah doch, da. So wird richtig gedanced. So, kannst du mich in den Club einladen, please? Dafür haben wir Zeit. Wenn ihr in den Club wollt, schreibt mir einfach in-game an. Denn wir warten nur darauf, dass es wieder grünes Licht gibt für die nächste Runde. Na, deswegen Dance Party für die Gewinner. Keine Werbeeinblendung für die ganzen, die zuschauen. So muss das sein. In der Zwischenzeit können wir uns vielleicht mal dem Gewinnen widmen. Die, die gerade im Stream dabei sind, da ja noch nicht die zweite Runde gestartet ist, würde ich einfach mal sagen, wir hauen eine Runde Gewinn raus. Das bedeutet, Anticrafter möchte mich irgendwo hinsetzen. Da unten. Da unten bin ich jetzt gerade nicht so happy. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist ja voll doof. Nochmal hoch.
Nee, nee. Also einladen und dann runter? Nee. Wann startet Runde 2? Ich bin gespannt. Ah, die Runde 2 ist oben eingetragen. Black Shadow LP, Felix Hamster, Prag LP und Wonny Dill gegeneinander. So, please invite mich zur Welt. Kann ich mal machen. Nachdem die Runde beendet ist, auf jeden Fall, gibt es dann einen Gewinn für jemanden, der sich glücklich schätzt. Ausrufezeichen Sun eingeben im Stream. Wichtig ist, das ist nur das Keyword für jetzt. Gleich werdet ihr merken, dass das Keyword sich ändern wird, aus dem Grund, weil ihr werdet sehen, warum. Idee kam von Voyage und fand ich richtig gut. Jetzt erst einmal die zweite Runde, die geht jetzt gleich los. Mal gucken, ob die hier stehen. Prag LP, Ronny Dill, Black Shadow LP muss ich hier hinstellen. Den muss ich mir hier einfach mal hinpopeln. Und wer ist da noch? Prag LP hatte ich. Felix Hamster, der steht auch nicht hier. Oder sehe ich den einfach nur nicht? Manchmal sind die Namen ja ineinander. Ach, da ist er. Felix Hamster. Wir sind bereit dafür. So, ich gucke eben kurz, was gibt es zu gewinnen? Es gibt zu gewinnen ein Streamer Dream Code. Wir fangen mal damit an. Ein Streamer Dream Code für die Leute, die ein Streamer Dream Code haben wollen. Ich guck mal ganz kurz, ob... Ja, mein Bot ist voll bereit dafür. Eben noch jemand einladen. Der steht doch hier. Direkt neben mir. Okay, jetzt geht dann los. Und es geht jetzt gleich los. In wenigen Sekunden. Ich werde jetzt hier stehen. Und... Bam! Alle dürfen losgehen. Die vier fliegen. Ich kann zwar die Namen jetzt nicht sehen. Aber das ist nicht schlimm. Wir werden zum Schluss erfahren, wer es war. Wir gucken einfach, wie die vier sich machen. Nebenher fliegen ist nämlich nicht so leicht. Dazu müsste ich noch 150 Sprünge haben. Auf jeden Fall sind da die vier, glaube ich. Die ersten gehen schon in die Höhe. Da vorne geht's weiter. Schön eine Rechtskurve. Da bin ich mir nicht sicher, bei dem einen sah es aus, als wäre der vorbeigeflogen. Links am Dingeln. Aber das wird natürlich von unserer Jury berücksichtigt. Jetzt geht's nach oben. Da ist einer, glaube ich, abgekackt. Und ist gesprungen. Die zwei ersten sind da unterwegs. Da kann ich jetzt hochgehen schnell. Mit einem Boatjump versuchen wir das noch schnell hier im Griff zu bekommen. Komm schon nach oben. So, da sind die ersten beiden. Zumindest sind es die ersten beiden, die ich sehe. Die müssen sich nur noch absprechen, dass sie sich nicht gegenseitig aus des Dingen hier rauskicken. Und, oh, der ist da drüber her. Der muss nochmal neu machen. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Prag LP kommt jetzt. Ich hoffe, alle gucken immer auf die ganzen Leute. Wir bräuchten doch für jeden immer einen Offizier, der nebenher hergeht. Oh, er wurde runtergebackt. Das ist echt traurig.
Das ist leider traurig. Sehr traurig. Wir können dagegen leider nichts machen. Ronnydill ist der Erste, der hier landet. Wir gehen mal weiter in die Richtung. Wir gucken mal, ob wir noch welche finden. Immerhin ist das Gute ja, wenn alle ein bisschen runtergebackt werden, haben alle noch Chancen. So, dann sind wir hier. Und ich sehe gerade gar keinen mehr, der fliegt. Sind etwa schon alle drin? Im Ziel? Habe ich die verpasst? Müssen die von neu anfangen? Theoretisch müssten die ja nur von dem letzten Checkpoint aus anfangen. Und der ist momentan hier. So, da fliegen noch welche. Da hinten sehe ich keinen. Das heißt, das sind die nächsten. Wer kommt da angeflogen? Stevox? Der ist gar nicht dabei, ne? Ne, der übt einfach nur. Das ist dieses Mal spannend. Es kann immer noch jeder gewinnen. Da merkt man also, alle haben die Chance zu gewinnen. Wenn das Spiel laggt, dann richtig. Jetzt müssen wir nur suchen, wo die ganzen Leute sind. Stevox hätte alle überholt, aber das ist natürlich nicht richtig. Er ist nicht dabei. Ich sehe gerade überhaupt keinen mehr, der fliegt. Wo sind die? Where are they? Man sieht keinen mehr auf der Bahn. Es ist alles tote Hose. Da hinten fliegt einer. Auf jeden Fall kann noch jemand gewinnen. Theoretisch dürft ihr ja zu dem Checkpoint zurückgehen, den ihr als letztes berührt habt. Das heißt, die, die hier runtergefallen sind, dürfen hier wieder hoch. Da wird geflogen und durch das Ding durch. Prakel P geht da noch rum. Er ist ja auch, glaube ich, in der Runde dabei. Ja, er kann noch gewinnen. Er schafft das jetzt. Da geht's durch. Da jetzt lang und Mist, er ist unterwegs hängen geblieben. Das heißt, er muss zu dem letzten Checkpoint zurück, beziehungsweise da oben hin, genau. Das Gute ist, wir müssen gleich unbedingt netterweise, genau, richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Für jeden immer einen, am besten einen Offizier haben, der den jeweiligen beobachtet und einlädt. Prakel P. Ist immer noch voll in Action. Er schafft das schon noch. Er schafft das noch. Immerhin ist kein anderer mehr auf der Bahn. Die anderen wollen nicht mehr. Er kann also gewinnen, indem er einfach nur durchkommt. Er muss nicht viel machen. Er braucht nur noch rechts rum. Ja. Und dadurch. Und landen. Er muss nur noch landen. Zack. Damit hat er gewonnen. So. Grün ist schon mal Ronnydill. Prakel P muss jetzt auch noch grün gemacht werden. Und die anderen beiden haben damit leider verloren. Schade. Ihr hättet so viel Zeit noch gehabt. Ihr hättet sogar hier zurückgehen können. Hättet neu gegeneinander antreten können. Und so weiter.
So, das war also schon die ersten beiden Runden. So, und jetzt wollen wir natürlich den Gewinner auslosen des Balefire-Wing, ach Quatsch, des Dreamer Dream Codes. Sorry, ich war schon wieder bei den alten Sachen, ne, wie immer. Und der Gewinner ist Bäm! Antigeist 13, Glückwunsch, du hast den Balefire-Wing-Code gewonnen. Du followst, das ist also genau die richtige Einstellung. Hätte ich vielleicht noch sagen sollen, ihr müsst followen, um zu gewinnen. Aber er war ja dabei, er muss nur noch sagen, dass er gewinnt. So, wir haben also jetzt schon die ersten beiden Runden hinter uns. Und theoretisch würde ich sagen, wenn das jetzt richtig ist, mal kurz abchecken. Oh, da habe ich das Klingeln gehört. Das war gut. Wir müssen gucken. Antigeist 13 hat gewonnen, aber er hat noch nicht geschrieben. Es ist natürlich gefährlich, wenn man gewinnt und nicht da ist. Ihr könnt euch natürlich in-game noch anmelden zu den Spielen. Bisschen Anweisungen rausgehauen. So, Rewall. Er hat nicht geantwortet. Damit werde ich ihn aus der Verlosung erstmal rausnehmen und auf Randomize drücken. Der nächste, der gewonnen hat, ist Rewall, ja genau. Hatten wir gesagt. Jamaix auf jeden Fall. Du hast gewonnen. Jetzt musst du nur noch da sein und deinen Code abgrasen. Fantastisch, genau, das geht so. Ausrufezeichen, Sun eingeben. Ghost Gamer Jonas hat gedrückt. Ja, du hast gefollowt. Danke fürs Followen. Der Sound kam nicht wahrscheinlich, weil dein Account zu günstig, wollte ich gerade sagen. Quatsch, zu neu ist. Möglicherweise, weil der Moobot ist da doch ziemlich eigensinnig. So, Gemma hat gewonnen, er hat, finde ich, gut geschrieben. Er bekommt den ersten Streamer-Dem-Code für heute. Heute gibt es noch ziemlich viel zu gewinnen. Inklusive eines Dabomancer-Kostüms. Ich hoffe, ihr habt Bock, mit mir hier zu dancen. Ich werde erstmal jetzt eine Nachricht an ihm schreiben. Streamer-Dem-Code, der Code plus der Link, wo du ihn einlösen kannst, ist jetzt in deiner in deinem Nachrichtenbereich von Twitch, auf Twitch, wie auch immer. Wer hat davor gewonnen? Davor hat, Achso, ich muss Announce drücken, das darf ich nicht vergessen. Davor hatte gewonnen, ich weiß es nicht mehr, habe ich wieder aus der Liste rausgelöscht, habe ich aber gesagt. Irgendwas mit Geist oder so. So. Jemand fragt mich, Wonidil fragt mich, wie man eine Chaos-Kiste bekommt. Durch Chaos-Faktor. Jama hat sich bedankt, gerne doch. Jetzt gibt's erstmal die ersten Dinger, wo man was gewinnen kann, das ist natürlich klar. Das wird gleich sofort wieder was raushauen. Apropos, ich muss auf jeden Fall den ich gerade weggegeben habe, erstmal löschen. Nicht, dass ich den jemand anderes schicke und der denkt sich, das geht nicht. So, wichtig ist natürlich, heute gibt es noch dieses total geile Kostüm mit den richtig geilen Beats. Jetzt fehlt einfach der Sound, den ich dabei habe. Jetzt bräuchte ich richtig so den Bam dafür.
Boxen haben wir. Dance Tables. Boxen. Dance Tables. Und eines Dance Pad. Das sind die richtigen Beats hier. Also wer Bock hat zu gewinnen, muss ein bisschen dranbleiben. Gibt's gleich auch noch. Sind immerhin 2500 Credits, die man sich spart. Oder eben, keine Ahnung, wie viel Tausende von Flux. Wir können mal gucken, wie viel der Dub Omenza kostet. Oh, 340.000 Flux. Spart das am besten, indem er einfach hier gewinnt. Aber es gewinnt leider nur mindestens einer. Also einer meistens. Ja. Und der ist hoffentlich dann noch da. Das ist viel wichtiger. So, wichtig ist jetzt, das möchte ich jetzt erwähnen, ich werde jetzt die Liste immer wieder löschen. Ne, also, ihr müsst dann immer den letzten Gewinner eingeben. Als Ausrufezeichen, der letzte Gewinner muss ausgegeben werden, also muss eingegeben werden. Ausrufezeichen, Jerma in dem Fall, also Jerma X, ne, richtig schreiben, damit ihr in die Liste überhaupt wieder eintreten könnt. Ich werde es gleich, wenn wir die nächste Verlosung machen, auch noch einmal selber reinschreiben, damit ihr einmal seht, wie es aussieht. Aber auf jeden Fall, so werden wir immer den letzten Gewinner würdigen, indem wir ihn als neues Keyword nutzen. Finde ich ganz lustig gedacht, weil so weiß jeder, ah, der Jerma hat letztes Mal gewonnen, der Glacker, der. Dann könnt ihr ihn hassen oder eben halt, ne, einfach Glück wünschen, je nachdem. Kerry mit ihr lecker Eis hier, schön lecker Eis. Njam, 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 njam. Sind manche Eier unter Wasser? Unter Wasser gibt es auch mindestens ein Ei. Allerdings nicht einfach blöd versteckt, sondern es ist schon ziemlich offensichtlich. So, sorry, at Sunlet's Place. Ich kann nicht heute den Flugparcours machen. Kann ich am Samstag fliegen? Natürlich kannst du auch Samstag fliegen. Samstag werde ich auch online sein. Ich hoffe, ein paar der Offiziere sind da, damit wir das wieder wie jetzt auch regeln können. Da werde ich keinen Livestream für machen. Aber natürlich könnt ihr trotzdem dann gewinnen. Jetzt gleich werden hoffentlich die vier Gewinner gewählt, wenn die noch da sind. Das Schlimme ist manchmal, wenn die Leute nicht da sind. Denkt daran, wenn ihr nicht zu den richtigen Zeitpunkten dann da seid, wäre es halt ein bisschen doof, wenn ihr dann warten müsstet, bis die nächsten in eurer Runde kommen. Schnell mal im Editor den Namen speichern. Genau. Aber jeder weiß nun, wer gerade gewonnen hat. Ihr könnt euch auch gerne jetzt schon eintragen in die Verlosung, wenn ihr möchtet. Ihr braucht es ja nur einmal machen. Die nächste Verlosung kommt gleich. Seid aber dann noch da. Wenn ihr dann weg seid, habt ihr wieder Pech. So. Voyage ist da. Moin moin. Hashtag Verspätung. Ja, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Da müssen wir erstmal Lohnkürzungen, glaube ich, machen. Ich weiß nicht. Aber das geht so nicht. Also anstatt 0 Flux kriegst du jetzt, musst du jetzt jeden Tag einen Flux draufzahlen. Na gut, ihr habt auf jeden Fall eingetragen, finde ich gut. Ich habe nur gerade geguckt, weil einige, dachte ich, jetzt hätten sich verschrieben. Aber Hellraiser, nur als Info, du hast deine Space-Zeile zwischen dem Ausrufezeichen und dem J. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Du musst es nochmal machen. Mache ich das nicht jetzt schon laut Knebelvertrag? Ja, machst du jetzt schon, Voyage, machst du jetzt schon. Da wird schon fleißig drüber geredet. Oh, jetzt kriegt Voyage wieder ein Jahr kein Gehalt mehr. So, ich setze mich mal hier drauf. Naja, setzen. Schade, dass die Kollision so hoch ist. Wie geil wäre es, wenn es einfach nur ein bisschen tiefer wäre, oder? Ist das nächste Gewinnspiel schon offen? Ja, genau. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Was wir gleich gewinnen, das sehe ich gleich erst, wenn ich gleich Bock habe. Hallo, Razor. Ich werde dich beobachten. Ganz genau beobachten. Ganz genau. Ich sehe jeden Schritt, den du machst. Naja, eigentlich sehe ich gar nichts, außer deine Augen. Aber du siehst mein Auge auch. Finde ich ja ganz gut.
So, ich habe auf jeden Fall noch bellfarbigen Codes. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch welche raushauen. Ich will die endlich loswerden, damit wir uns demnächst nur noch auf Streamer-Teams konzentrieren können. Das heißt, als nächstes gibt es einen bellfarbigen Code. Ich würde auch sagen, den machen wir jetzt sofort. Ausrufezeichen Zahn funktioniert nicht mehr. Ausrufezeichen Germain. Also, yeah, mal X. So wie die anderen das machen, guckt euch das ab. Und Ausrufezeichen Sum für Summe, das geht eh nicht. Genau, so sieht das richtig aus. Das richtige Wort, dann werdet ihr auch eingesetzt in das Dingen. Der letzte Gewinner wird jetzt immer gepriesen, indem er einfach nur seinen Namen reinhaut. Also indem sein Name. Hab mich eben verschrieben, Zahn. Genau, dann ruhig nochmal machen. PS, geiler Stream, danke Ghost Haribo, das wird der Bot berücksichtigen und dir einen Punkt mehr geben als den anderen. Du hast also dann doppelte Chance. Wahrscheinlich nicht, aber ich kann es einfach mal sagen. Netterweise. So, wir tanzen eine Runde. So, Suns Internet ist scheiße, der Stream hält immer an. Das Lustige ist, wenn mein Stream, also wenn mein Internet scheiße ist, stört das gar nicht, weil Twitch sendet das Zeug weiter. Und meistens liegt es dann eher an denen, die gucken. Traurigerweise. Finde ich schade. Egal, wenn wir mehr Zuschauer hätten, würde ich ja diese Option bekommen, dass man das machen kann. Ich gebe dir einen Gander für 100 Punkte. Das kannst du mich immer außerhalb des Spieles fragen. Innerhalb des Streams kann ich schlecht sagen, ja, auf jeden Fall lasse ich mich bestechen. Außerhalb des Streams kann ich mir das überlegen. Genau, Ausrufezeichen J-E-R-M-A-I-X. Guck das ab, warum die anderen das machen. Er hat vorhin gewonnen, er hat den ersten Streamer-Dream-Code gewonnen. Deswegen wollen wir das würdigen. Ab jetzt wird euer Name auch gewählt. Hoffentlich habt ihr einen schönen schweren Namen. Der ist ja schon schwer genug. Wenn ihr gewinnt, dann dauert das immer bis zum nächsten Mal, bevor der Name geswitcht wird. Also immer ein Gewinner weiter wird der Name geändert. Finde ich irgendwie lustig, die Idee. Danke nochmal an Voyage für diesen Vorschlag. Warum bin ich da runtergefallen? Boah, die Kollision von dem Stuhl, guckt euch das mal an. Habt ihr die Kollision gesehen? Habt ihr das gesehen? So. Genau, für jetzt war die Idee gut, weil es dein Name ist. Für alle anderen Namen hättest du gedacht, ach, was für eine Scheißidee. Aber jetzt mal ohne Scheiß, was war das für ein Stuhl? Ich bin gerade hier dran hängen geblieben, als hätte man da Beton drauf gegossen. Unsichtbar natürlich. So. Warum eigentlich? Steht warum eigentlich da oben? Finde ich gut, ne? So, bevor wir jetzt die nächste Runde machen, eben den Bellfarbigen Code raushauen. Wer gewinnt, einen Bellfarbigen Code gewonnen hat, XX Voronoi 3D. Und XX, die XX lassen wir weg. Also Voronoi 3D, du hast gewonnen. Allerdings werden die X'e gleich trotzdem dabei sein. Du musst nur noch da sein. Ed, warum eigentlich? Warum eigentlich? Genau. So, in der nächsten Runde jetzt werden wir das ein bisschen updaten, denn wir hatten gerade ja das Problem, dass einige runtergeflogen sind. Das ist natürlich doof. Tadada, der Sun ist da. Ja. Voll geil. So, XX Voronoi
So sieht der Name aus. Merkt euch den schon mal für gleich. Ich muss mir den ja sogar merken. Ich lasse noch einen Moment eingeblendet in der Zeit, wo ich sowieso die Nachricht verschicke mit dem Bellfiring-Code. Ich hoffe, du brauchst den noch, denn es ist ja jetzt leider immer traurig, wenn einer die Streamer-Dream-Box haben möchte und ich werfe dann einen Bellfiring-Code raus. Oder andersrum, jemand möchte eigentlich die Bellfirings und kriegt dann Streamer-Dream-Box. Wobei, Streamer-Dream-Box hat ja auch immerhin die Chance auf einen Bellfiring-Code. So, aber die müssen wir loswerden. Die sind frisch, aber nicht mehr ganz frisch, denn sind ja schon fast, ja, letzten Monat, ne, waren die. Waren die mal frisch. So, das finde ich gut, er braucht ihn noch. Merkt euch den Namen für gleich. Ich werde ihn gleich auch nochmal sagen. Wenn die nächste Verlosung losgeht. So, jetzt auf jeden Fall für die neuen Regeln, also nicht neue Regeln, sondern es wird jetzt etwas anders, sondern ich werde mich auch um einen kümmern, weil es muss halt so sein, dass wenn jemand runterfällt oder runtergebackt wird, dass er relativ schnell wieder zu dem letzten Checkpoint kommt. Das heißt, ich werde in dem Fall warum eigentlich verfolgen. Deswegen werde ich ihn als einmal einladen, damit ich es unten in eine Join Me, warum eigentlich. Ich hoffe, dass, ne, wenn die Zeit, man hat ja 30 Sekunden Zeit, wenn wer also häufiger runterfliegt, hat vielleicht Pech. Einmal einladen. Nur, dass ich es einmal gemacht habe.